Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ich habe heute wieder einen Tipp für euch. Wir rutschen so langsam in diese düstere, dunkle Seite. Aber keine Angst, noch sind wir nicht der dunklen Seite verfallen. Es geht nicht um diesen Trick, wo man dann irgendwie dreischildert oder sowas, weil das, in der Tat, das geht mir zu weit. Ich habe ein Video gemacht über Cheaten und dass ich kein Problem damit habe. Aber all diese Sachen und all das, was wir bisher seit Anbeginn der Zeit, seit dem ersten Tag, wo wir spielen, seit 2016, all diese Sachen, wo wir gecheatet haben oder in der Grauzone uns bewegt haben, das war alles zwischen uns und Niantic. Aber das mit diesen drei Schilden und den Lags und sowas, das ist dann natürlich was, wo man andere Spieler auch noch beeinflusst und die dann eine Niederlage bekommen und dadurch ihre Belohnung und sowas nicht bekommen, und das ist nicht okay. All das, was wir bisher gemacht haben, das war, wen juckt's? Es betrifft keinen anderen Spieler. Dir kann es egal sein, wie viele Hunderte ich habe. Dir kann es egal sein, wie viele Kilometer ich in der Woche gemacht habe. Deswegen finde ich das noch okay. Und das wäre dann so die Grenze, wo ich sage, nee, das ist dann zu viel. Worum geht es dann heute, wenn es nicht um diesen Trick geht? Es geht einfach nur um PvP allgemein. Ein kleiner, nützlicher Tipp von mir, an den vielleicht nicht alle denken. Wie ich zum Beispiel mir immer die Belohnung abhole, momentan. Oder fast immer. Für manche, vor allem für die PvP-Leute, ist es vielleicht auch wieder ehrenlos, weil ich PvP auf jeden Fall nicht ernst nehme. Vielleicht noch ganz kurz was zu PvP. Ja, gefällt mir nicht. Ich quäle mich dadurch. Momentan gibt es ja Belohnung. Also nicht nur Belohnung, an sich nur diese eine, die Begegnung. Alles andere interessiert mich eigentlich nicht. Nur die Begegnung interessiert mich. Entweder für ein legendäres, was inshallah 100 shiny ist. Oder zu Korex, was inshallah 100 ist. Oder dieser Vogel, der inshallah 100 ist. Das ist das Einzige, was mich am PvP interessiert, und ich quäle mich echt dadurch. Auch wenn ich jetzt gewinne, weil viele diese ganzen PvP-Heinis mit dem Argument, ja, dir taugt PvP ja eh nur nicht, weil du schlecht darin bist, weil du keinen Plan hast und sowas. Ja, ich habe keinen Plan davon und dennoch mache ich meine Siege. Aber das liegt nicht daran, dass mir PvP nicht liegt, weil ich schlecht bin oder so, sondern weil es mir halt einfach nicht liegt. Das ist genauso wie wenn du sagen würdest oder irgendjemand mich fragt, yo Hong, spielst du Fortnite? Ich so, nee, ist nicht so mein Ding. Oder yo Hong, was mit Fußball? Nee, ist nicht so mein Ding. Keiner von denen, kein Fortnite-Typ, kommt her und sagt dann, dir taugt Fortnite nicht? Dir taugt Fortnite doch nur nicht, weil du keine Kills bekommst. Kein Fußball-Heini kommt zu mir und sagt, was? Dir taugt Fußball nicht? Dir taugt Fußball doch nur nicht, weil du keine Tore schießt. Aber PvP-Heinis kommen her und bring dieses dumme Argument. Dir taugt es ja nur nicht, weil du nicht gewinnen kannst. Gebt euch das. Ihr habt eine schlechtere Argumentation als irgendein Fortnite-Kiddy. Das soll, als würde einfach so ein Basketball-Typ herkommen und sagen, Jong, taugt dir Basketball? Ich so, nein. Was? Dir taugt doch Basketball nur nicht, weil du keine Körbe werfen kannst. Logik gleich null. Das geht so an die PvP-Heinis, die das ein bisschen zu ernst nehmen. Vor allem, weil ich das halt überhaupt nicht ernst nehme, aber dennoch meine Belohnung bekomme, abstaube. Ich zeige euch mal meine Statistik. Ich meine, ich habe persönlich nichts gegen PvP an sich. Mir macht es halt einfach nur keinen Spaß und ich habe einfach null Interesse dran. Und es gibt wahrscheinlich sehr viele Leute da draußen, auch wenn PvP jetzt immer weiter Aufschwung hat und immer mehr Interesse und immer mehr Leute das tatsächlich auch zocken, auch intensiv zocken, gibt es wahrscheinlich immer noch genug Leute, wahrscheinlich immer noch, was weiß ich, 80-90% der Leute sogar, die absolut kein Interesse haben und da halt immer nur ab und zu reinschauen und ihr Glück versuchen, aber nicht wirklich Bock haben. Also, hier meine Statistik. Erstmal, ist das doch von gestern oder wie? Ah, Mann, das hätte ich gestern abholen können oder was? Ah, nee, ich habe extra gewartet für den. Oh. Hä? Habe ich gestern nicht abgeholt? Okay, vielleicht habe ich es verplant. Weiß nicht, was 100 ist. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ganz am Anfang habe ich einfach gar kein PvP gemacht. Weil 4 Siege ist halt schon richtig schwer. Wie gesagt, mich interessiert nur die Begegnung. Okay, krass. Ich wollte später eigentlich noch einen Raid machen, aber okay. Haben wir den aus der Belohnung bekommen. Und der ist unglaublich schlecht. Ich habe es halt gar nicht gemacht, weil 4 Siege, dachte ich mir, schaffe ich nie. Und Zeitaufwand ist halt schon intensiv. Vor allem davor musste man ja noch gehen. Jetzt momentan wegen der Krise ist ja alles untergeschraubt und man muss nicht gehen, man kann einfach nur kämpfen. Aber auch das Gehen war schon, hat mir auf jeden Fall nicht so gepasst in meinen Alltag und sowas. Und auch jetzt, es dauert, wenn man alle 5 Kämpfe macht, also alle 5 Sets sind ja 25 Kämpfe, kann man schon mal mit 1,5 Stunden bis zu manchmal sogar 2 Stunden einrechnen. Okay, 2 Stunden ist übertrieben, aber so eine gute Stunde bis 1,5 Stunden auf jeden Fall, und das halt jeden Tag.
Und das ohne Laufen, mit Laufen wäre es ja noch mehr, aber ist schon viel. Und das kann man halt echt nicht immer machen. Ich habe dann erfahren, dass selbst wenn man alle 5 verliert, man Staub bekommt. Dann habe ich das eine Weile gemacht, hin und wieder mal einen Kampf gewonnen, hin und wieder mal habe ich gesehen, Gegner hatte schwache Pokémon drin, passiert auch, oder hat sich nicht bewegt, oder ich hatte einen guten Lead gegen seinen und dann haben wir doch einen Kampf hier und da gewonnen. Ich habe letzte Saison mit Rang 7 beendet und dieses Mal, als ich Rang 7 wurde, hatte ich irgendwie so ein Rating von 800 oder so, was halt extrem low ist. Und da ist mir aufgefallen, die Leute haben keinen Bock auf diesem Level überhaupt zu zocken. Die schicken irgendeinen Müll rein, die bewegen sich nicht. Freie Siege. Das waren einfach freie Siege und so konnte ich mir einfach immer die Belohnung wirklich jedes Mal safe, auch mit Müllteam, also das vorgeschlagene Team, 4 bis 5 Siege jedes Mal. Habe ich euch ja auch schon erzählt, dass ich das eine Weile lang immer bekommen habe. Und dann bin ich von 800 auf fast 2000 hochgestiegen. Und dann habe ich wieder bemerkt, jetzt benutzen die alle die Top-Pokémon und die Siege werden knapp und manchmal kriegt man nur noch 2 von 3 und sowas. Also 2 oder 3 und die 4 nicht mehr. Und da lohnt sich halt die Zeit dann nicht mehr. Dann investierst du wieder deine 1,5 Stunden und kriegst deine Begegnung nicht. Und das ist halt leidend. Was kann man da machen? Absichtlich verlieren, dass das Rating sinkt. Jetzt sagen wieder die PvP-Leute, boah, wie ehrenlos, wie kann man das nicht ernst nehmen, bla bla. Aber mich juckt es nicht. Ihr seht, dass die Statistik ist mega schlecht, weil ich so oft mit Absicht einfach verliere. Vor allem abends, wenn ich nicht dran gedacht habe an PvP. Und dann ist es auch schon irgendwie so 11:30 oder so. Dann denke ich mir, oh, ich muss eigentlich noch PvP machen. Dann lasse ich einfach alle 5 Sets schnell verlieren. Hab dann sozusagen das noch während des Tages untergebracht. Und mein Rating ist halt runtergefallen, so dass ich wieder bei den Noobs bin. Und die kann ich halt einfach so easy abfarmen. Also mein Tipp, einfach eine Menge verlieren mit Absicht. Gönnt euch den Staub umsonst für diese 5 Sets immer. Und dann seid ihr bei so einem niedrigen Rating. Da könnt ihr die Gegner einfach so hart abfarmen. Ihr seht, meine längste Serie ist 43. Ich habe, glaube ich, 2 Tage hintereinander beinahe jeden Kampf gewonnen. Also so easy ist das. Belohnung auch. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Vogel heißt. Also auf jeden Fall jede Belohnung mitgenommen. Zukurex habe ich ein paar. Wer ist denn der? Zurokex. Oh, sorry. Den habe ich jetzt ein paar Mal. Den Vogel. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der heißt. So viele Kobalium. Auch ein paar Voltulos. Und jetzt werde ich mir ein paar Demeteros gönnen. Das ist mein Tipp, Leute. Einfach mit Absicht verlieren. Und euer Rating low halten. Weil da sind halt die, echt die schlechten Gegner, die gar keinen Bock haben. Jetzt ist die 2-5-Liga. Und so viele Leute kämpfen immer noch mit 1-5-Pokémon. Auf diesem niedrigen Rating. Also die Siege sind geschenkt. Falls ihr so wie ich absolut keinen Bock auf PvP habt, macht es so. Wenn euer Rating zu hoch ist, einfach mit Absicht verlieren und dann die Gegner abfarmen, euch die Belohnung gönnen und ja, keine Ahnung. Also nichts gegen PvP, aber ich hasse es, Mann. Ich finde es so, ich zähle wirklich, jeden Tag zähle ich die Kämpfe runter. Ich so, boah, nur noch 25 Kämpfe, 24 Kämpfe, 23 Kämpfe. Selbst wenn ich gewinne, ich zähle es so runter, als wäre es so eine Pflicht, als wäre es so eine Bestrafung. 22 Kämpfe, 21 Kämpfe. Also tut mir leid, aber PvP ist einfach nichts für mich. Ich gönne mir einfach nur die Belohnung. Falls ihr es auch so machen wollt wie ich, es ist auf jeden Fall sehr hilfreich und ja, man kriegt halt die Belohnung. Was soll ich sagen? Falls ich wieder irgendjemanden auf den Schlips getreten bin, vor allem den PvP-Leuten, es tut mir leid. Es tut mir leid, Mann. Regt euch nicht immer über jeden Shit auf, Alter. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid über liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.